So, dann wollen wir die Kiste von dem Nussknacker zusammensetzen. Dazu brauchen wir jetzt ein neues Programmfenster, und zwar das ist dann die DIN-Baugruppe. Wenn wir das hier auswählen, dann sieht es ein bisschen anders aus als im Part. Wir haben hier eine Teilebibliothek. Die fixieren wir erstmal, sonst klappt die hier ständig zu. Genau, und hier auf dem Desktop haben wir einmal den Boden. Wenn wir hier doppelt draufklicken, dann ist hier schon mal der Boden drin. Und jetzt brauchen wir noch Seitenteil A und B, dass wir hier dann entsprechend draufsetzen. Hier unter Ansicht kann man übrigens hier verschiedene Darstellungsformen wählen. Wir bleiben hier mal mit diesem Vollkörper und den sichtbaren Kanten. So, und jetzt geht es darum, wir wollen jetzt hier was aufsetzen. Und zwar das Bauteil A. Das ziehen wir hier einfach mal raus, lassen es hier los und jetzt müssen wir praktisch eine Beziehung erstellen. Die erste Beziehung wäre die Unterseite hier, die hier drauf muss. Das heißt, man versucht jetzt diese Fläche zu treffen. Oft gelingt es nicht. Das heißt, man wartet einfach mit der Maus hier in der Nähe, klickt. Sobald diese Maus mit den drei Punkten erscheint, rechte Maustaste und dann kann ich die entsprechende Ebene anwählen. Und wir brauchen die untere. Klick und dann wählen wir diese Fläche aus. Jetzt ist praktisch die erste Beziehung gesetzt. Die erste Beziehung heißt, die untere Fläche von dem Seitenteil auf die Oberfläche von der Grundplatte aufsetzen. Jetzt brauchen wir noch zwei Beziehungen. Hier sagen wir einfach Planar ausrichten. Das heißt, das können wir hier auch machen, Planar ausrichten. Hier ist es etwas einfacher, weil ich wähle einfach diese Fläche hier aus und diese Fläche und schon schiebt sich das nach vorne. Und ich brauche nur noch dritte Beziehung und diese Fläche und es ist genau aufgesetzt. So, das Ganze funktioniert auch mit dem Seitenteil B. Hier haben wir jetzt wieder Aufsetzen. So, und ich sage hier, ich brauche hier wieder den Boden und hier die Platte. Und dann sage ich einfach Planer ausrichten, die Fläche und die Fläche. Und jetzt hätte ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte hier die Flächen finden. Ich kann hier praktisch den Boden hier. Diesen Boden könnte ich auf die hintere Fläche setzen, dann würde es passen. Oder hier, wenn man es schon sieht, könnte ich sagen, Planer ausrichten, diese Fläche auf diese Fläche. Und schon habe ich die erste Ecke fertig. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Wenn man gutes, räumliches Vorstellungsvermögen hat, dann kann man eigentlich so weitermachen. Aber um das Ganze besser zu sehen, drehen wir das Ganze. Das geht unter Ansicht hier drehen, freies Drehen. Und man kann hier mit der Maus einfach das Bauteil nehmen. Na, ich wollte jetzt eigentlich hier das um die Achse drehen. Warum geht das nicht? Mag er nicht. Gut, dann nehmen wir mal diese Schaltfläche und hier kann man nämlich sagen, Drehung um 180 Grad, wenn man hier oben auf diese Kugel drauf geht. Also nochmal hier allgemeine Ansichten, dieses Fenster geht auf und dann kann ich das Ganze um 180 Grad drehen und kann jetzt entsprechend weitermachen. Also Bauteil B wieder nach draußen ziehen. Wir wollen es aufsetzen. Und zwar wieder den Boden auf die Grundplatte, dann planar ausrichten, diese Oberfläche auf diese hier. Und jetzt müssen wir praktisch nur noch die dritte Beziehung setzen. Das mache ich jetzt auch mal mit Anaufsetzen. Und zwar möchte ich diese Fläche auf diese Fläche haben. Funktioniert also auch. Und jetzt die letzte Beziehung mit dem Bauteil A. Rausziehen
Und dann sage ich hier ansetzen. Die untere Ebene da drauf. Dann Planer ausrichten. Diese Ebene hier drauf. Und der letzte Schritt sage ich hier diese Fläche und diese Fläche. Und schon ist die Schale fertig.